Ich brauche jetzt auf den Schock erstmal ein paar Gegner abschlachten hier. Let's go. So, vorletzte Welle. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Also, mein Itembild hier, sag ich mal, meine Tower sind tatsächlich nicht ganz so gut. Ich habe jetzt aber tatsächlich einen. Ey, richtig bitter. Ich habe also eigentlich gut, ich habe einen Snowball Tower bekommen, den hatte ich noch nicht eingesetzt, aber der slowt wenigstens. Das wollte ich die ganze Zeit haben, einen Slow Tower. Aber ich weiß gar nicht, wie das passiert war da. Ich habe irgendwas geklickt und dann kam auf einmal Pop-up für Tower, die ich auswählen sollte. Und dann habe ich instant den hier gewählt. Wollte ich gar nicht. Ist ganz, also, ne, kam gerade das Pop-up, ich habe so random geklickt, habe den gewählt, dachte so, fuck. Ich weiß halt nicht, ob der gut ist, ich weiß nicht, was der macht. Okay, müssen wir mal ausprobieren vielleicht. Auf jeden Fall bitter, weil sonst hätte ich vielleicht was Kühleres, Kühleres. Was Kühleres machen können. Was Cooleres machen können. Wollte gegen Sion keine Melee picken. Ja, okay. Ja, also das Itembild klingt auf jeden Fall richtig geil als 101 Split-Pushing-Machine. Richtig gut. So, 25 Kilometer, ja crazy. Viel Spaß. Machst du es jetzt häufiger oder was? So 30 Kilometer laufen, wie viel wanderst du dann? Und wie lange bist du da unterwegs? Dauert ja auch ein bisschen, ne? Hast du eigentlich meine letzte Nachricht auf YouTube gesehen? Nö, Twitch ist auf, Stream ist auf, ne, Chat ist auf Twitch. Nein, warte, ich gucke mal. Ach so, ich hatte mal überlegt, es geht ja. Du kannst verschiedene Overlays machen für YouTube und Twitch. Aber genau, ich hatte mir dann halt gedacht, ich lasse das sein. Weil das Problem ist, ich müsste halt jede einzelne Szene, und ich habe so viele verschiedene Szenen, müsste ich halt alle doppelt anlegen. Und deswegen, also, nee. Das kann ich nicht. Deswegen dann lieber, ne, das so machen und dann läuft das. Aber ja, das. Weil ich dachte anfangs, ey, wo ich das mal gesehen habe, wie geil ist das, dass du halt auf YouTube und auf Twitch ein eigenes Overlay machen kannst. Aber das, wenn ich halt eine Änderung habe, ne, also erstmal alles anzulegen, wäre übelst viel Arbeit. Und wenn ich dann einmal eine Änderung habe, dann muss ich das überall machen. Und das, da komme ich nicht hinterher. Dann ist alles so fehleranfällig, dass ich mag das nicht. Wenn ich so Sachen habe, wo ich weiß, dass das übelst fehleranfällig ist, dann lasse ich es halt gleich sein, so, ne, weil das, da renne ich dann nur noch hinterher. Jeden Freitag, Samstag momentan, 2 bis 4 Stunden. Ja, krass. Ich mach mal Strecke. Ja, viel Spaß. Berichte mal. Crazy, ja. Ich meine, ich mag spazieren gehen auch so, aber. Ja, ich gehe jetzt tatsächlich demnächst wandern mit Family. Bin ich mal sehr gespannt. War ja auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich legit richtig wandern war, auch so 20 Kilometer und so, war irgendwie vor 15 Jahren oder so, mal in einem Bayern-Urlaub. Schon sehr lange her. So. Okay. Also, wir haben hier diese Damage Boost. Ist eigentlich geil, ne? Wir haben hier an sich schon ein vorgefertigtes Maze. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir dann irgendwo den Weg absperren, dass wir alles bündeln können. Wo laufen die denn hin? Hä? Achso. Okay, ich dachte gerade, die laufen in die Bäume. Guck mal, man hat die Spur hier gar nicht gesehen. Ich dachte, die laufen hier so in die Bäume rein und sind dann weg. Das sieht ja auch lustig aus. Ich liebe dieses Spiel, ne? Es ist so gut. Ich bin auch gespannt, das ist halt. Also, das ist ja jetzt noch die Demo. Was dann alles dazu kommt in der vollen Version. Da kann man ja die Turrets auch upgraden und so. Das wird bestimmt mega nice. So, ich glaube, sperre da mal ab. Dann kann ich die gleich hinten rumleiten. Ja, ist ja egal, ob ich da oder da absperre. Na, so geht nicht. Mach ich mal so. Uff, meine 1-Kilometer-Tour. Weißt du, was ich dazu sage? Uff! Uff! Einen ganzen Kilometer, bist du verrückt. Crazy. Oh, die sind auch geil. Ich hatte in der letzten Map,
diese Dinger. Und ich hatte das kombiniert. Das war richtig krass. Ich hatte, glaube ich, zwei Damage-Teile und ein Ranged auf einem so einem Ding. Also auf einem 2x2 hatte ich halt drei Upgrades. Das Ding hat alles zerfetzt. Das war so crazy geil. Das war so cool. Achso, und wir haben jetzt übrigens tatsächlich so einen Lightning Tower. Guck mal, der schießt so in einer geraden Linie. Das ist auch ziemlich nice. Weil das dachte ich ja immer, wäre der Feuer Tower. Der hat ja hier so einen Radius. Und dann kann man mit dem tatsächlich genau das machen, was ich immer wollte. So, dass du die dann so in der Linie lockst und dann werden sie alle halt schön abgeschossen. Wobei, was bei dem ein bisschen schade ist, der slowt halt nicht. Das habe ich halt gehofft, dass er slowt. So, was haben wir denn? 30 Slimes. Sehr gut, die sind ja eigentlich erstmal easy. Ich glaube, ich will später das hier so möglichst hochbauen, dass die dann hier hin müssen. Das wäre gut, dass wir halt wirklich so eine Linie haben. Ich meine, am Anfang... Okay, wir können das eigentlich hier so kombinieren. Ich hoffe, dass wir die da erwischen. Oder hätte ich lieber da hinbauen sollen? Kann ich das so kombinieren? Na gut, aber... Bringt mir jetzt auch nichts. Bringt mir jetzt an sich auch nichts. Dann machen wir mal lieber so, dann kann ich hier die da alle abfangen. Und lass den mal ausprobieren, weil ich habe keine Ahnung, was der macht. Und ich meine, man sieht hier nur, er ist Electric. Er hat 2 Damage, eine 5er Range und eine 2er Fire Rate. Was auch immer. Aber ist doch wahrscheinlich eine, die dann so rausschwört, oder nicht? Okay, gedrückt halten, lass sie. Ja, probieren wir mal aus. Warum geht denn das hier nicht mehr? Ist ja komisch. Wo sind die Slimers? Da sind die Slimers. Gut. Ah ja, guck mal. Ach, das ist doch wie in Bloons, dieser eine Tower, ne? Gibt's doch auch sowas. Oh, aber das ist... Ja gut, die wechselt aber ganz schön. Er ist dann weggeroastet. Nur ganz kurz so. Eine Millisekunde hat gereicht, dann war's weg. Geil. So, lädt das jetzt hier los? Okay, das ist auf jeden Fall... Es ist halt ein mobiler Tower. Vielleicht, wenn man ganz viele davon hat, vielleicht ist das dann cool. Das kann sein. Das kann sein. Irgendwie ist alles buggy bei mir hier. Komisch. Ich bin mal sehr gespannt, wie der ist. Weil das große Problem mit dem wird halt sein, der hat halt eine sehr niedrige Feuerrate. 0,3. Das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut. Ich habe auch allgemein... Ich glaube, das hier sind meine... Genau, das sind meine permanenten Buffs quasi oder Passiven. So, ich hatte den einen Run, das war eigentlich richtig cool, hatte ich halt zum Beispiel so einen Buff für Lightning Tower, ne? Das heißt, die haben dann nochmal irgendwie extra Damage gemacht, wenn die irgendwie 4 meinen Gegner getroffen haben, irgendwie sowas. Und jetzt habe ich sowas halt gar nicht. Ich habe auch irgendwie, ja weiß ich nicht, ganz komisch. Ganz komisch. Ich habe nur, dass ich halt Gold bekomme und dass halt diese Tiles hier sind. Die sind nicht schlecht, ne? Aber ich hätte irgendwie gerne so ein thematisch spezifisches Deck irgendwie. Das wäre geil. Das ist natürlich cool. Kann ich hier mir die beiden gleich holen? Oder ich setze das jetzt hier so ran. Warte, wie könnte ich oder würde ich das denn machen wollen? Also ich müsste hier so... Ja gut, das ist, glaube ich, die beste Linie, die ich so bekomme, ne? Gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, hier vorne dann auch gleich mit dem Ding. Hier ist nochmal Attack Speed. Ist doch nicht schlecht. Wir hier gleich nochmal so einen Feuerturm hinsetzen. Dann haben wir hier quasi auch diese Linie, ne? Können wir hier quasi diesen Lightning Tower hinpacken. Ah, die Welle geht wieder los.
Ja, machen wir es so und haben wir eine ganz schöne Kombination. Hier haben wir noch Attack Speed Buff. Vielleicht für den Snow Tower? Dann schießt er häufiger. Müssen wir hier natürlich noch hinpacken. Ich liebe das ja auch, ne? Ich finde dieses Prinzip, es ist so geil. Okay, die rüsten wir. Geht schnell weg. Dani, ein wunderschön. Was geht? Boah, ich liebe dieses Prinzip, dass du halt nicht einfach die Tower bauen kannst, sondern dass du die halt auf diese Teile. Dieses Game ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. Oh, das ist eine Kiste. Was? Richtig geil. So, da ist Attack Speed Buff. Dann gucken wir mal, dass wir das kombinieren. Soll ich das machen? Ich glaube, ich mache das. Wir brauchen hier eh ein bisschen mehr Platz. Dann bauen wir gleich mal den Ice Tower. Können den mal ausprobieren. Gucken wir mal, was in der Kiste ist. Attack Range. Okay, das ist auch cool. Das sind so temporäre Buffs, die man halt mal schnell für einen Boss oder so draufziehen kann. Du bist der Wahnsinn. Okay, ich glaube, du bist Wahnsinn nicht. Ha. Wie geht's dir, Dani? Alles gut? Dankeschön, Dankeschön. Ja, Poison ist nicht so stark. Ich glaube, Attack Range ist besser. Vor allem der Powerful Shot, Junge. Let's go. So, Angry Bee, Fear Wolf, Stinger Hornet. So weit und selbst. Ja, mir geht's tatsächlich sehr gut. Ich kann gar nicht klagen. Ich will auch nicht klagen. Ah, guck mal, können wir so. Ja. Das ist geil. Dann können wir hier nochmal wieder. Guck mal, jetzt haben wir diese Combo. Jetzt haben wir Attack Range und Angriffspower. Und da setzen wir jetzt diesen Launcher drauf. Dann hat er gleich 4 Damage und 16,9er Range. Guck mal, was der abdeckt. Der deckt einfach die ganze Map ab. Broken oder broken? Ja, mir geht's soweit tatsächlich sehr gut. Also, gestern Abend war es ein bisschen bitter. Ich wollte natürlich gestern Abend auch erst streamen. Aber ich bin eingeschlafen nach Arbeit. Und dann war ich halt so spät wach und so. Und dann bin ich irgendwie heute um 4:30 ins Bett. Aber bin dann um 11 wieder aufgestanden. Und das hat irgendwie gereicht. Und jetzt geht es mir ganz gut soweit. Dann noch einen kleinen Bug gefixt, den mir der Zocki gemeldet hatte beim guten Follower-Tracker. Ist auch immer schön. Freut mich immer, wenn ich was programmieren kann. Aber das wäre so geil, wenn wir jetzt so einen 3x3-Turm hätten. Der würde so profitieren. Ist crazy. Ja, vor allem, es hat sich auch einfach jetzt voll angeboten. Jetzt dachte ich halt, dann streame ich halt mal ein bisschen eher. Ein bisschen tagsüber und passt gerade einfach perfekt. Ist jetzt zwar leider kein Life is Strange geworden, aber das kommt schon noch. Ja, eigentlich müssen wir halt bauen, ne? Wir haben gar nicht. Na gut, wir haben ja den gebaut. Stimmt, der macht ja. Ich dachte gerade, wir haben kaum Tower und dann, ja, auch kaum Gold. Aber der wird, glaube ich, ganz viel wegnehmen schon. Ne? Plopp. Ja gut, so selten greift er gar nicht an. Weil er jetzt auch den Buff hat, ne? Kann schon. Es sieht irgendwie knapp aus, ich weiß nicht. Also wenn die ja einmal falsch schießen, dann ist, glaube ich, sind sie durch. Deswegen können wir mal ein paar Dice Tower hier nehmen. Ein paar Dice Tower. Also, roll the dice. Oh, keine 6. Also diese Dice Tower sind lustig, die. Wenn du die baust, dann können die halt 1 bis 6 Damage quasi machen. Je nachdem, was für ein Auge du würfelst. Das ist richtig funny. Und ich hatte das Glück des Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob der YouTube Short schon live ist. Aber ich habe einen YouTube Short auch. Der kommt auf jeden Fall noch sonst. Ich hatte einfach die so gebaut und dachte so, hä, das ist immer eine 6. So. Ich habe, glaube ich, dann. Also 3 waren auf jeden Fall mit einer 6. Dann habe ich noch einen vierten gebaut. Der war auch noch eine 6. Was. Crazy. Ich habe leider mein ganzes Glück aufgebraucht, so für mein Leben, aber ich hatte immerhin 4 mal eine 6 hintereinander. Schön.
Schon saftig. Ja, das ist ganz cool, dann kannst du die halt verkaufen. Aber ich dachte halt so, voll der Money-Hack, weil die haben 10 gekostet. Den einen konnte ich für 10 verkaufen, den anderen für 15, den 6er. Der 5er für 10. Und dann dachte ich halt so, crazy, also. Money-Hack. Und dann habe ich gecheckt, dass man ja nicht immer nur eine 6 würfelt. Dann ist es bei mir auch geschehen, ne? Dann ist es auch geschehen. So, wo machen wir jetzt was hin? Das Ding ist, ich habe eigentlich gerne mit diesen Poison Darts gearbeitet. Na, ist schwierig, ne? Hier ist halt zu nah dran. Bis dahin lohnt sich der Dot dann nicht. Aber hier hinten muss ich dann eigentlich zu viele platzieren. Und dann sind die so weit weg irgendwie. Ich meine, ich könnte vielleicht einen hier platzieren. Der kann dann ein bisschen beide abfrühstücken. Vielleicht einen auch schon hier hinten. Einfach mal. Für 10 nehmen wir mal mit. Vielleicht noch ein paar von den Drohnen. Oh ja, mit... Das ist natürlich... Ja, das ist doch geil. Der hat ja eh die übelste Range, kann er überall hinfliegen. Dann geben wir dem noch einen schönen Damage-Buff. Weil wenig Damage macht er gar nicht. Dann legen wir mal los, ne? Voll geil. Block. Ah, ich dachte, der ist anders tatsächlich. Ich dachte, der ist anders. Weil hier steht doch irgendwie drinne, feuert einen massiven Schneeball. Ach so, nee, ich habe den verwechselt. Okay, nevermind. Es gibt noch einen anderen Turm, der schießt und dann pendelt das so wie Sivir-W zwischen den Gegnern quasi hin und her. So einen gibt's auch. Ich dachte, das wäre der Effekt. Voll. Sieht ja jetzt nicht so aus. Ne? Es ist wie eine Brutmutter. Ach du Scheiße, es ist wie eine Brutmutter. Ah, diesmal haben wir sie. Nice. Dreckige Brutmutter hat mich einmal richtig gekillt. Die hat mich einmal richtig hops genommen. Oh, Feuer und Damage. Wie ist denn die Konstellation? Aber ich habe eh keinen Feuerturm, der 2x2 ist. Dann ist eh RIP. Oh, 2x Damage? Nee, geht ja gar nicht. Shit. Ja, so geht das aber. So wird das gehen. Warte mal, kann ich das? Nee, warte mal, der Vorteil, ich hatte doch gerade irgendwie... Genau, wenn ich so rumstelle, habe ich den Vorteil, dass ich da direkt einen Tower hier drauf packen kann. Das ist gut, dann muss ich nicht noch einen Stein extra benutzen. Na gut, da ist die Range, reicht nicht aus. Dann passt das. Hab gerade mal auf Maps geschaut, wie lang die Wandertour war. Das waren exakt 500 Meter, also wirklich 1 Kilometer insgesamt. Ja. Lol. Uff, ich sag nur, uff. Und? Warst du kaputt? Letztens hätte ich gerne so einen Schrittzähler gehabt. Ich hatte früher eigentlich auch mal so ein, ja, wie hießen die dann, nicht diese Smartwatches, aber so ein Fitnessband oder so, ne? Hatte ich früher mal, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Oder ich glaube, ich hatte meins dann irgendwann mal meiner Mutter gegeben, weil das von ihr irgendwie kaputt war oder so. Ich das kaum benutzt habe. Und ich hätte das letztens gerne gehabt. Da war ich shoppen. Meine Beine haben so krass wehgetan. Und ich bin in der Stadt halt die ganze Zeit rumgelaufen und so. Ich hätte das so gerne gehabt, weil ich war so K.O. dann den Tag. Das ist heftig. Bestimmt 2 Kilometer gelaufen. Wo wir den Samsung kriegen. Ey, das Ding ist, also auf keinen Fall, aber die Idee finde ich cool. Die Idee finde ich richtig cool, aber auf gar keinen Fall. Also ist ja viel zu teuer, das Ding. Holy shit. Das geht ja gar nicht. Kann ich die eigentlich rumleiten? Nee, geht gar nicht. Ich dachte gerade hier vielleicht so ein Poison-Tor, aber machen wir einfach noch ein paar Würfelchen. Okay, die sind ja richtig schlecht. Ein paar gute Würfel. Yes! Da kommt das Konfetti sogar. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Shortcut, dass man die instant verkaufen kann? Ich glaube nicht. Ich sehe auch nichts. Wie es aussieht, wenn er so
Nach vorne. Instant. Oh ja, hier ist ein starker. Ach, guck mal, das ist geil, der vergiftet jetzt schon mal. Das ist gut. Hä? Ich dachte, das ist permanent. Ah, jetzt. Okay. Ah, 420 HP? Kriegen wir die überhaupt? Okay, wird jetzt gleich geslowt. Ja, doch. Ja. Ah, stimmt, der knockt jetzt erstmal alle aus. Ja, trotzdem easy. Easy. Okay, sehr schön. Für 80 oder so. Alter, kostet irgendwie 300 oder sowas, ne? Aber das ist halt immer das Ding. Also ich denke mal, wenn man da jetzt noch so 2-3 Jahre wartet, dann kriegt man die auch hinterhergeschmissen. Ah, die Idee finde ich nicht schlecht, aber das Material war auch... Okay. Crazy. Das Material war halt auch so ein bisschen so kratzanfällig, ne? Das ist dann auch nicht so geil. Ich hatte irgendwie so ein Review zumindest gelesen und da meinte einer, dass nach kurzem Nutzen das schon ordentlich Kratzer hatte, wo ich auch so dachte, okay, das ist nicht so schön. Machen wir einfach noch einen Slow Tower? Ich glaube, wir machen noch einen Slow Tower. Haben wir hier nochmal ein bisschen mit Range Buff. Ah, der schießt jetzt natürlich nicht so oft, ne? Bin etwas im Lurk, alles klar, Dani, bis nachher. Danke für den Lurki. Lurk, Lurk. Glück, Glück. Achso, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Wenn ihr Bock habt, macht einfach mal entweder Ausrufezeichen neue Challenge. Ach, das steht jetzt gar nicht mehr im Titel. Oh, okay. Ja, letztes Mal stand es im Titel. Ich erzähl's aber auch gerne. Ich habe ein neues Ziel für euch. Und zwar, wir hatten ja bisher den Follower, wie heißt es? Das Follower-Goal für einen 12-Stunden-Stream. Aber das ist ja etwas, was ihr, sag ich mal, als... Meine Stammzuschauer, die Community, kann das ja gar nicht so beeinflussen, ne? Und von daher habe ich mir jetzt was Neues überlegt, und zwar, wenn wir... Wir haben ja im Watchtime-Update immer diese durchschnittlichen Zuschauerzahlen. Und wenn wir 7,7 Zuschauer schaffen, dann gibt es auch einen 12-Stunden-Stream, einen verlängerbaren sogar, von daher. Reinlurken lohnt sich. Ihr kriegt sogar ja VIP, wenn ihr die 15 Stunden schafft. Und ja, danke Zocki. Genau, da ist der Command. Genau, also wenn wir es schaffen, die durchschnittlichen Zuschauerzahl auf 7,7 zu pushen, dann gibt es quasi als Belohnung einen 12-Stunden-Stream in der Extended-Version. Die Keks, Hallöchen, Mahlzeit, wie geht's, wie steht's? Schön, dass du reinschaust. Ich platziere mal keine Tower. Aber ich weiß auch gar nicht, ich mag meinen Setup auch echt nicht, also. Ich kann vielleicht hier hinten nochmal einen Feuerturm, dass ich schon mal ein bisschen die Masse so ein bisschen loswerde. Apropos Masse loswerden. Ich habe jetzt echt 2 Kilo wieder abgenommen in den letzten 2 Wochen gefühlt. Aber das eine war auch ein Ausreißer. Das eine war echt ein Ausreißer, das war crazy. Da war ich auf einmal auf einem ganz... komischen Wert. Yes, das ist ein Tower Defense Game. Und zwar, oh, die Blutmutter. Der ganz geilen Art. Es ist halt, es ist genau das, was ich gesucht habe. Also es ist halt Tower Defense plus du hast Karten, mit denen du, also so ein bisschen so Card Game. Genau, du hast quasi Tetris-artige Bauformationen. Du siehst ja hier, diese roten Striche sind, wo die Gegner halt langkommen und die kommen aus verschiedenen Sachen. Das heißt, viele Tower Defense Games sind ja so, die haben wie hier, ne, diese Ziegelsteine, wo du dann halt deine Tower drauf platzieren kannst. Aber das Coole an dem Game ist halt, du hast diesen Mazing-Effekt noch. Also dieses Mazing-Element. Das heißt, du kannst halt mit diesen Tetris-Steinen, kannst jetzt hier den Weg ablocken, kannst quasi das Labyrinth, wo die Gegner dann durchlaufen, kannst du selber bauen. Was ich immer am geilsten fand. Ich habe damals die Warcraft Wintermall Maze immer gerne gespielt. Das heißt, du kannst jetzt hier die so abgrenzen, umleiten und so. Und auf diesen Formationen baust du dann letzten Endes deine Tower. Also ich kann gar keinen Tower jetzt einfach hier reinsetzen. Der schwebt quasi immer. Ich muss das quasi auf diese Teile bauen. Das heißt, du kannst das halt super geil kombinieren. Und hast, die kosten auch nichts, außer halt die Karte, die musst du halt haben. Damit kannst du es halt bauen. Und durch die verschiedenen Formen ist das halt auch gar nicht so leicht, dann so ein wirkliches Labyrinth zu bauen, ne? Das ist halt das Ding. Also, das Level hat jetzt hier tatsächlich sehr schön schon was vorgegeben mit diesen Mustern. Normalerweise hast du gar nicht so viel, da musst du echt kreativ werden.
Weil wenn du jetzt nur solche Dinge hast, easy, ne? Aber wenn du jetzt halt mit den Dingern arbeiten musst, dann wird es halt schon schwieriger. Kannst die Fläche halt nicht so ausnutzen. Ist einfach so cool. Und die Tower baust du halt mit dem Gold, was du hast. Dann hast du noch Buffs, du hast hier Kisten. Oh, meine Hand ist voll. Genau, du kannst theoretisch auch für Gold dann Karten nachziehen und so. Du hast Upgrade-Systeme. Es ist so wild. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich habe echt ein Tower Defense Game gesucht jetzt in letzter Zeit. Und das ist bisher so geil. Ich finde es so geil. Einfach richtig gut. Und das ist noch die Demo. Und in der Demo sind viele Sachen noch eingeschränkt. Ja gut, hier brauche ich die Karten tatsächlich nicht so benutzen. Plus irgendwie... Ja, sorry, ne? Ich bin ja auch dumm. Ich unterhalte mich mit euch, statt das Spiel zu spielen. Richtig. Na, ich glaube, ich leite die mal oben rum. Ich könnte die halt hier nochmal ein bisschen umleiten. Ja, hier benutze ich jetzt die Karten tatsächlich halt so selten, weil ich es halt eigentlich auch nicht brauche. Aber das ist cool. Guck mal, hier kann ich die jetzt so nochmal umleiten. Wenn ich das dann hier gleich zumache. Ich glaube, ich schaffe das jetzt hier. Vielleicht nochmal ein paar Tower bauen. Ich habe echt wenig gebaut. Oh, guck mal, 6, 6, 6, 6. Oh, shit. Das kann ganz schön Damage... Nein, shit, die kommen durch, die kommen durch. Powerful Shot. Da kann ich es hinbauen, okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig gebaut, tatsächlich. Oh, last second. Der stirbt auch noch. Nein, das ist ja die Brutmutter. Das ist die Brutmutter. Nein. 1, 2, 3. Okay, das ist okay. Jetzt auch Welle 7 von 8. Okay, der stirbt und das ist nochmal eine Brutmutter. Ah, die stirbt diesmal früher, das heißt, das kriegen wir noch gekillt. Okay. Uiuiui. Das war close. Das war close. So, also, guck mal, das ist halt das Coole. Jetzt sieht das natürlich noch ein bisschen doof aus, aber wenn wir das jetzt so kombinieren und dann hier zumachen, dann haben wir hier diesen schönen Durchleiteffekt, ne? Und dann, wenn wir hier halt einen Tower reinstellen, und das liebe ich halt, wenn du halt selber das kontrollieren kannst und nicht da irgendwie abhängig bist von dem, was das Spiel dir vorgibt. Ach, guck mal, dann können wir hier auch unser Giftgate reinpacken. Alle Gegner, die da durchgehen, werden erstmal vergiftet. Finde ich schon mal ziemlich geil. So, die gehen hier durch. Oh, warte mal, das ist eigentlich auch cool. Dann können wir die nochmal umleiten. Ja, ich benutze jetzt einfach mal ein paar Karten. Das war jetzt halt auch zugegebenermaßen gar nicht so notwendig, ne? Dann können wir die nämlich hier durchlotsen. Wie mache ich das, dass die hier... Ich möchte die alle nochmal durch so ein Gate ballern. Na gut, kann ich ja machen, wenn ich jetzt... Die gehen da unten, ne? Das ist ja frech. Das ist ja frech jetzt. Ja, kann ich ja nicht so machen. Kann man das hier so machen? Guck mal, dann haben wir hier noch ein Gate. Machen wir sogar Doppelgate. Wobei ich die Gates echt ein bisschen ernüchternd finde. Also die sind gar nicht so cool, wie ich jetzt so dachte, aber... Naja. So, dann haben wir jetzt die Final Wave und dann kommen wir gleich zum Boss. Angenommen, wir überleben das. Was ich doch stark hoffe. Können hier vielleicht noch mal ein paar... Oh ja, das ist auch richtig geiler Spot. Kann richtig viel abdecken da. Allgemein, hier ist natürlich auch geil. Da nehmen wir noch mal den Bonus mit. Vielleicht die Drohne mit dem Attack-Damage-Bonus. Hier noch mal sowas. Ja, platzieren wir einfach mal hier rein. Und auch noch ein paar Drohnen. Dass wir halt diese Tiles mitnehmen, ne? Weil die haben halt schon geile Buffs. Achso, da war noch eine Kiste. Kriegen wir auch nochmal Upgrades. Dark Grip. Attack from the Tower grabs
Monsters. Okay, was ist aber die Target's Position? Das ist die Frage. Na gut, das hält es einfach zusammen wahrscheinlich. Das reicht dann ja schon. Ja, irgendwas mit heilen wäre gut. Ja, machen wir mal die Dark Grip, können wir ja dann mal ausprobieren. Dann klatschen wir hier noch ein paar Würfelchen hin. Oh mein Gott, 6, 6, 6, 6. Ja, wieder lag. Genau, Target Priorities gibt's auch, ne? Die Gegner, die als nächstes am Ziel sind oder halt am meisten HP haben. Aber es geht nicht für alles tatsächlich, das habe ich schon gesehen. Das fand ich auch sehr interessant. Weil gerade diese Tower wollte ich halt auf die Bosse schicken. Kannst du nicht machen. Kannst du keine Priority festlegen. Ist das schon alles? Ich glaube, ich bin zu OP. Okay. Lol, habt ihr das gesehen? Der hat die einfach rübergezogen. Also von hier hat er die nach da gezogen durch Dark Grip. Das war eigentlich gar nicht so gut, weil dadurch hat er die nach vorne gezogen, der Schlingel. Na gut, GG. So, jetzt Boss. Jetzt bin ich gespannt, was der Boss zu bieten hat. Genau, jetzt können wir hier unsere Rune quasi selber auswählen, was wir auf dieser Karte haben wollen, ne, für einen Buff. Oh, Elektrik habe ich noch gar nicht. Das könnte cool sein. Ja, die Frage ist halt, also, man müsste das dann vielleicht... Ja, es geht aber auch gar nicht. Komisch. Also, man müsste, wenn das geht, ne, ich weiß nicht, ob das geht, dass man sagen kann, priorisiere dann die Gegner, die am weitesten hinten sind, damit der quasi die Leute halt so zurückzieht. Aber das geht halt auch nur für alle Tower und das möchte ich ja auf keinen Fall für alle Tower machen. Und ich weiß gar nicht, ob es die Setting an sich gibt. Schwierig, also... Ist schwierig. So, Sniper oder Boulder Tower? Ich glaube, Boulder Tower klingt geil. Ah, der wäre natürlich geil für diese Feuerfelder, die ich habe. Genau, der ist auch ein normales Element. Das mit den Elementen weiß ich tatsächlich nicht. Man würde jetzt denken, manche Viecher sind halt anfällig gegenüber manchen Elementen oder vielleicht sogar immun. Dazu habe ich jetzt noch nichts rausgefunden. Tja, der Stunt halt, das ist sehr geil. Und der hat halt extrem viel Damage. Ich mache mal einen Sniper Tower, weil den hatte ich bisher noch nicht. Guck ich mal. Das gucken wir doch mal. So, continue. Der Boss! Genau, ne? Und das hier ist zum Beispiel so ein bisschen aufgebaut wie halt so ein typisches Roguelike. Also das Game hat auch Roguelite-Elemente. Du hast halt so ein paar Upgrades, die können wir sogar mal gucken. Die du quasi für jeden Run permanent mitnehmen kannst. Und du hast halt hier so ein bisschen halt so typisch... Also ich sag gerne Slay the Spire-artig dazu. Es ist aber typisches Roguelike, wo du so verschiedene Level hast. Und das ist halt auf verschiedene Etappen. Und das ist halt quasi der Endboss dann von diesem Level. Und genau, es gibt hier halt noch... Ah ne, das... zum Glück haben wir reingeguckt. Das ist unser Tower-Loadout. Wir können den gar nicht mitnehmen, weil wir schon zu viele Tower haben. Nehme ich den raus... Ah, der hat 5 Damage, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Der war jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Ich wollte eigentlich in die Upgrades reingehen, habe mich eigentlich verklickt, aber war ganz gut. Also Slow brauchen wir, der war eigentlich ganz cool. Der macht halt fett Damage in der Linie. Ja, vielleicht nehme ich den raus, der ist teuer, der hat mich eigentlich nicht so überzeugt. Dann nehmen wir den raus, ist okay. So, genau, dann haben wir hier die Talente, das sind unsere permanenten Upgrades. Also es gibt, dieses Spiel hat halt so viele Systeme, so viele Mechaniken. Das ist richtig geil. Wir haben 45 IQ habe ich, okay, ist mehr als gedacht. Nicht neidisch werden, Leute. Okay, Starting Gold.
Preparation Time, ja gut, das mache ich mal lieber nicht, weil die nutze ich eh schon nicht aus. Ah, deswegen ist jetzt auch nicht so viel. Ach stimmt, Ausrufezeichen IQ. Da war ja was, smart. Guck mal, gleich 70 IQ, muss er gleich angeben hier, doppelt so smart wie ich. Crazy. Your Fire Source gains Self-Defense Capabilities. Bloß nicht neidisch. Fires. Achso, unser Feuer, unsere Lebensquelle. Interesting. Ja. Schwierig. Also es ist auf jeden Fall alles irgendwie so lebensmäßig, ne? Nicht so das, was ich jetzt gesucht hätte. Oder ich spare einfach. Aber muss ich vielleicht erstmal eins davon skillen, dass ich da rankomme, ne? Das wäre extrem gut für mich. Das wäre extrem gut für mich, weil davon habe ich auch immer noch so wenig. Das liegt wohl an dem 45er IQ, ja. Aber 45 mal 2. Ja, 70, ne? Passt. Passt doch. Starting Gold for each level. Ja, nehmen wir das. Ja. Oder Initial Health. Dann haben wir ein bisschen mehr Health. Nee, aber warte, ich mach mal das. Ja, perfekt. Dann komme ich hier nämlich ran. Okay, das ist gut. Crit Chance. Was denn XP Gain? Dass ich davon mehr bekomme, das wäre natürlich auch huge. Das wäre natürlich auch huge. XP Gain, ich möchte irgendwie beides haben. Also XP ist halt das, was wir quasi, womit wir die permanenten Upgrades freischalten können. Und diese Embersteine sind halt, ist die Währung, mit der wir dann zum Beispiel im Shop oder bei Altan, die wir da verwenden können. Das heißt, beides halt nicht schlecht. Und man kann ja eh immer alles refunden, stimmt. Du kannst immer neu skillen. Dafür war ja der Button. Gut. Na, das sind unsere möglichen Steine, ne? Dann würde ich sagen, geht's auf zum Boss und dann schauen wir. Okay, wie funktioniert das jetzt? We've reached the last level. Ahead is the monster guarding the gate, defeated to advance to the next area. The guards of the Arrow Tower will help you by some time. Quickly prepare your defenses. And you can also use the minecart to weaken the boss strength. Minecart? Minecart! Build a turret on a minecart and it will automatically charge forward along the tracks once the battle starts. Turrets placed on minecarts will receive various enhancement effects. Okay, technisch. Das ist tatsächlich sehr stark. Okay, krass, also man ist hier gar nicht so statisch. Aber es kommen ja auch noch andere Gegner. Okay. Ob wir den schaffen direkt? Ein Sniper-Tower wäre bestimmt geil. Also der Vorteil ist, die fahren ja hier wohl rüber, ne? Das sieht ja wieder aus. Der Vorteil ist, wenn wir die hier drauf platzieren, die sind halt mobil, haben Buffs. Aber natürlich sind die vielleicht nicht immer dann da, wo die Monster sind. Und, das seht ihr jetzt auch zum ersten Mal, diese Corrupted Tiles. Wenn da Gegner drauf gehen, dann kriegen die auch übelste Buffs. Die sind irgendwie schneller, halten glaube ich mehr aus oder so. Also das ist auch... Und ich kann auch nicht drauf bauen. Das ist also... Ist ein bisschen uff. So, okay, man müsste irgendwie gucken, ob man die in die Mitte lenkt. 7650 HP, Level 99. Are you serious? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich meine, erstmal werden ja Gegner kommen. Das geht darum, dass wir die abwehren. Oh. Okay, ich glaube, das finde ich schon mal geil.
Ich glaube, das finde ich schon mal geil. Ich glaube, das ist auch mit das Geilste, oder? Machen wir hier Drone Tower drauf. Dann haben die richtig krasse Range. Okay, wenn das schief geht, sind wir instant K.O., ne? Aber die haben halt genug Range eigentlich. Ja, was soll ich sonst machen? Vielleicht noch einen in der Base bauen, statt drei hier. Ich kann ja noch für vollen Preis refunden, weil es noch nicht losgeht. Vielleicht einen nochmal in der Base stehen lassen. So, let's go. Let's go. Ach, der Boss läuft? Wie weit läuft er denn? Oder zerstört er mal einen Turm pro Welle? Oh mein Gott. Ja. Ist nicht ganz so gut. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich glaube, ich sperre hier ab, dass sie da rumlaufen und dann hier vielleicht nochmal einen Flame Tower. Okay, es hat aber gereicht. Haben wir dem schon Schaden gemacht? Nö. Okay. Hm. Ich habe mir die Drohne ein bisschen. Bisschen anders, bisschen stärker vorgestellt. So geil wäre natürlich auch, wenn ich die hier irgendwie rumlotsen kann, dass sie nicht in diese Corrupted Dinger reinlaufen. Ich glaube, das wird sehr schwer, ne? Guck mal, hier habe ich jetzt überlegt, vielleicht kriegen wir hier so einen Lightning-Effekt hin. Da haben wir schon mal einen schönen Damage in der Linie. Ja, sollten wir doch hinbekommen, ne? Ich hoffe, ich kann darauf bauen, Fragezeichen. Nö. Oh, shit. Das ist schon mal schlecht. Au! Hä, aber... Wait... Also ich hätte das gerne jetzt kombiniert mit diesem, mit dem Range-Ding. Aber das ist ja ein daneben. Jetzt laufen die oben rum. Ah, guck mal. Ja, okay. Das hat leider das eine Ding, ne? Oder ich stelle das jetzt hier hin. Und leite die dann nochmal um. Hä, wieso geht nicht? Achso. Und wenn ich die jetzt hier umleite. Ja, zum Glück hatte ich den diese Runde platziert. Oh, das ist gut. Das ist natürlich gut jetzt. Das ist natürlich nicht so gut. Nee, falsch rum. Das ist genau falsch rum gewesen. Lieber so und so und dann müssen sie hier durch. Okay, das ist besser. Dann haben wir einen Lightning Tower davon. Was ist das für einer? Attack Speed. Oh, auch nochmal Feuer vielleicht. Oder für Eis, aber kann ich mir eh nicht leisten jetzt. So, guck mal, jetzt sieht man das, ne? Die sind corrupted, sind gleich halt viel, viel schneller. Die Musik ist auch wieder unglaublich gut. Richtig Hype. Ach, die werden gar nicht corrupted oder was? Finde ich gut, wenn jemand mal nicht korrupt ist. Hat der. Der geht wahrscheinlich aber nicht in die Politik, ne? So. Gut. Also irgendwie läuft's, aber irgendwie auch nicht, weil den kriegen wir so gar nicht angegriffen. Wir müssen den doch killen, ne? Bevor der halt die Base erreicht. Aber wieso greift er denn nie an? Also wieso kriegen wir den dann keinen Damage drauf? Oh, so wenig halt. Ich glaube, das mit den Drohnen hier ist nicht so geil, wie ich dachte. Ich dachte halt, das ist gut. Ich dachte, das ist gut. Wie, was meinst du? Was sagst du zu Marvel? Die Filme oder was soll ich jetzt sagen? Hm.
Vor allem, was ich mich frage, wenn ich jetzt hier so was hinklatsche, zerstört er das nicht einfach? Das ist halt die Frage, oder? Weil der rennt doch hier hin, zerstört die Tower, aber zerstört er nicht meine Sachen, die ich hier baue? Weil klar könnte ich eigentlich ja Tower hier hinballern, die ihn dann die ganze Zeit abschießen. Aber das ist halt das Problem. Ich möchte ja auch nicht meine Tower opfern. Ich gucke gerade, wie ich das bauen müsste, dass ich die halt von den Corrupted Dingern umleite. Ich glaube, so würde das theoretisch gehen und dann hier so. Nee, da fehlen uns die Steine auf jeden Fall. Uns fehlt auch der Damage. Soll ich das probieren? Soll ich die hier hinpacken? Aber was ist, wenn die dann getötet werden? Also ich gucke ganz... Also gucke ich halt gar nicht so. Bin halt nicht so der Superhelden-Fan. Spider-Man fand ich halt cool. Auch also die Games. Und dann habe ich auch die Filme geguckt nochmal. Oder mehr von den Filmen auf jeden Fall. Aber bin an sich nicht so der Marvel-Gucker. Jetzt habe ich das Ding da platziert. Schnell weg damit. Ich weiß nicht, ob der Sniper-Tower sich jetzt halt lohnt. Hier vielleicht noch ein paar Würflis hinpacken. Oh, eine Kiste. Stun Enhancement. Mega Rune. Genau, dadurch wird der Block doppelt so dick. Thick Block. Okay, Attack Power ist gar nicht so interessant tatsächlich. Attack Speed ist gut. Attack Speed für einen Ice Tower, das wäre... Attack Speed für Eis, das wäre nice. Yep, und wir können schön hier hinballern. Ich brauche jetzt nur noch 80 Gold, dann können wir das nehmen. Oder Electric. Fire Tower. Ich meine, lass mal Electric nehmen. Weil das andere ist eh nicht so gut. Aber kann ich das hier noch mit rein? Nein! Das wäre natürlich sick, wenn ich das jetzt kombinieren könnte. Egal, wir machen das jetzt hier hin, damit die geslowt werden. Aber wie machen wir dem denn Damage? Müssen wir mal Damage machen. Gut, wenn er gleich in Range kommt vielleicht. Ich meine, wir können es ja mal mit einem Tower. Ja, das wusste ich. Ja, das finde ich auch sehr, sehr geil tatsächlich. Eine coole Mechanik. Ich gehe heute ins Kino, Deadpool und Wolverine schauen. Achso, ja stimmt, da gibt es so eine neue Collaboration, ne? Also von diesen beiden zusammen. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Ich hoffe, es wird gut. Deadpool ist ja immer so ein bisschen Comedy, aber auch sehr brutal gewesen, ne? So. Das war brutale Comedy, so ein bisschen, ne? Ja, Wolverine habe ich auch nie gesehen, Deadpool habe ich auch nie gesehen, von daher. Kann ich da nicht mitreden, aber viel Spaß. Viel Spaß natürlich. Ja, ich finde das echt tatsächlich. Also. Ist natürlich immer ein bisschen schade, dass dann halt das nur zum Viertel zählt, aber ist halt auch cool, weil es macht total Sinn, ne? Es füllt ja auch nur ein Viertel aus. Und der Turm wäre ja auch absurd OP. Stell dir vor, du hast so drei Damage-Dinger, machst da noch einen Sniper-Tower drauf, der jagt dir alles weg. Das ist halt auch das Ding, ne? Das ist crazy. Ja, ich glaube, Deadpool könnte mir tatsächlich mittlerweile auch gefallen. Ich weiß, damals, da dachte ich halt so, ist halt ein bisschen zu brutal vielleicht. So, also die Monster kriegen wir eigentlich gut besiegt. Ja gut, wir jagen sie dadurch leider auf jeden Fall durch die Corrupted-Dinger durch. Ich weiß halt aber auch nicht, ob ich das zu 100% umgehen kann. Bist du nicht so der Brutaltyp? Nee. Ich bin zwar ein brutaler Typ, aber ich bin kein Brutaltyp. Na
Auch nicht so ganz. Shit, jetzt kann ich auch gar nicht mehr rückgängig machen. Attack Speed. Oh, Attack, okay. Und Lightning. Können wir das nutzen? Nee, ist irgendwie doof. Irgendwie ist das alles doof, Leute. Lightning und Range. Warte mal. Irgendwie so schnell jetzt hier. Also ich glaube, wir verlieren das jetzt, weil ich kaum was gebaut habe. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, vielleicht noch ein Lightning? Nee, es geht jetzt nicht. Und Damage Drawing. Nein, also ich glaube, früher hat mir sowas halt gar nicht zugesagt. Ich glaube, inzwischen könnte ich das. Könnte ich mir schon lustig vorstellen, aber vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh shit. Boah, nochmal umgelenkt. Reicht das? Drohne, gib ihm den Rest. 30, 2. Oh mein Gott. Meine Güte. Achso, jetzt habe ich das gar nicht ausprobiert. Wenn ich jetzt hier einen Turm entpacke. Na, shit. Das wollte ich auch eigentlich ausprobieren. Ob der den dann damaged. Ja, ist nur noch einer, ne? Und dann geht er auf mein Ding. Also, das wird nichts. Das wird nichts. Aber, Never give up. Vielleicht wird es ja doch was. Gucken wir mal. Ja, brutale Pim und so mag ich halt gar nicht. Gerade so Gore und sowas finde ich halt auch überhaupt nicht interessant. Kriege ich das hier irgendwie kombiniert? Oh, schnell, Cheap Viewers, Cheap Viewers. Hast sogar zurückgehalten. Smart Detection. Na gut, dann natürlich nicht. Dann get wrecked. Gut. Siehst du das dann, Zocki? Siehst du das auch noch, oder? Never give up, ist so. Okay, okay. Krass, ist ja ganz schön smart, ey. Noch nie gesehen, dass eine Smart Detection das detected hat. Ganz schön smart. Shit, wir haben halt keine Zeit wieder, ne? Ich will die ganze Zeit versuchen, dass ich hier irgendwie... Kann ich das so irgendwie machen? Ja, so geht das. Okay. Hä? Was ist das? Scam! Ja, stimmt, das sind diese Tower. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Guck mal, hier ist noch Electric und dann baue ich hier noch einen Feuerturm drauf, weil ich wollte einen zweiten Feuerturm haben. Gut. Gut, gut, gut. Machen wir hier dicht. Pack noch ein paar davon drauf. Ding, die Ding, 666. Okay, wir können es eh nur einen leisten, dann nehmen wir den lieber mit. Nice, okay. Gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Relativ neu. Ja, habe ich echt noch nie gesehen. Kann gut sein. Ah, guck mal, jetzt. Oh, es kriegt Damage. Ah, der Sniper-Turm. Ah, jetzt schießt auch drauf, okay. Ah, wir haben ja noch Dinger. Wir haben ja noch Dinger. Speed up. Oh, Speed up ist jetzt vor allem auch gut. Auf den Turm hier. Kann er dem Boss vielleicht noch gut Damage rein yeeten, bevor die anderen kommen. Okay, da warten wir nochmal. Und der Grip. Okay, der tickt ganz schön runter, also. Das ist krass. Guck mal, dem geben wir das und dem ziehen wir mal zusammen. Nice, die wurden alle zum Boss gezogen. Komm nochmal. Ja, wie geil, der zieht die immer wieder zurück zum Boss. Wie geil ist das? Guck dir das an. Wie gut ist das? Das ist ja so gut und der Boss kriegt auch richtig Damage. Aber ich glaube, muss er auch. War sonst vorbei, ne? Oh oh. Er hat ja sonst keinen Turm mehr zum Angreifen. Shit. Ah, es kommen jetzt eh Viecher durch. Nein. Ah, jetzt sind sie tot.
Können wir noch bauen? Okay, und wie ist das noch nicht vorbei? Was passiert jetzt? Okay, wenn er jetzt natürlich hier lang läuft und das jetzt die, ja gut, die feine Wave, okay. Er hat viel Damage bekommen. Das kann sein, dass es reicht. Wir haben ja auch noch viele Kisten. Meine Idee ist, wir bauen jetzt hier den absolut brutalen Turm. Übrigens, das geht nicht, wenn ich das platziere. Ihr seht, links habe ich das Gift, ne? Und wenn ich da das Damage-Ding, dann überschreibt das das. Also, das wird leider überschrieben. Ich dachte erst, man kann so die Wombo-Kombo des Jahrhunderts machen, aber... Oh mein Gott. 172 Damage, zweifach Damage Boost plus Feuer Boost plus Range, ne, plus Attack Speed Boost. Ach du heilige Makrele. Okay, das ist insane. Das ist ja so insane. Holy Guacamole, ey. Nice, das ist genau das, was wir brauchen. Perfekt. Smart Detection ist 9 in der Beta. Okay, das finde ich gut. Vor allem, also ganz im Ernst, diese ganzen Dinger immer, ne? Hey, shit, was habe ich gemacht? Nein, habe ich was falsch gemacht? Ich sehe das jetzt nicht mehr, aber da steht jetzt Danke für dein Feedback. Ich weiß nicht, ob die jetzt gefragt haben, ob ich Smart Detection an sich erlauben oder ablehnen soll. Weil ich dachte, ich habe jetzt geklickt, ablehnen, dass die Nachricht abgelehnt ist. Oh oh, muss ich nochmal gucken. Smart Detection zur Not nochmal aktivieren. Ist ja easy, muss ja irgendwie gehen. Naja, Attack Speed, achso. Ja gut. Well. Well shit. True. Well, dann bauen wir das nochmal ein bisschen aus hier, dass wir nochmal ein bisschen mehr Weg haben. Für den Fall der Fälle. Wird doch schon wieder knapp hier. Ich hätte hier gerne noch einen Feuerturm. Ja, hätte ich das besser gebaut, hätte ich da die Range mitnehmen können, aber ist egal. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Feuerpower. So, die Kisten. Damage up. Once every 5 seconds. The attack, ja gut. Der Sniper-Turm schießt doch eh gefühlt nur alle 5 Sekunden. Ja, easy, Leute. Guck mal, wie der stirbt. 1000 HP. Ja gut, der ist ja sowas von done. 400 HP. 200 HP. 0 HP. Haben wir gewonnen oder müssen wir noch überleben? Okay, müssen wir noch überleben. Ja, GG. Geil. Ich call schon mal GG. Ich hoffe mal, dass das auch GG ist. Obwohl da ganz schön viel Kram ankommt. Aber ich bin mal überzeugt. Hier noch ein bisschen slow reinpacken. Ach, guck mal, da haben wir noch so ein paar Kisten. Guck mal die Kiste. So. Arcana Blast. Ja, komm, nehmen wir das Ding. Lol, doppelt. Damage up. 344 Damage, by the way. Und der schießt jetzt 2? Oder wie funktioniert das? Holy shit, 344 ist ja. Ich sehe gar nichts wegen diesem Boss, der hier einfach rumliegt. Ist ja so funny. Na, sind hier noch Gegner oder was? Sind hier noch Gegner oder was? GG, das war die Demo, let's go. Nice. Nice. GG. GG. Party. Nice. Ey, richtig geil. Und das schon nur die Demo, wo wir noch eingeschränkt sind. Schön. Einfach schön. So, würde ich sagen, exiten wir das ja. Ich wollte ja einfach nur die Demo nochmal durchspielen. Und dann können wir das richtige Game starten. Let's go.